Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Vorteil ausgenutzt oder Vorteile ausnutzen. Letzter Clankrieg hier, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Wir haben das am Montag angefangen. Und haben hier, glaube ich, auch die ersten Angriffe schon gesehen gehabt. Aber wir haben auch schon gesehen gehabt, dass natürlich der Clan auf zur Basti hier so ein bisschen ihren kleinen Vorteil ausgenutzt haben. Die letzten beiden Clankrieger haben wir unseren Vorteil so ein bisschen ausgenutzt. Mit Vorteil ausnutzen meine ich im Moment, dass die Clankriege hier unheimliche Dipfeste sind. Also oben im Rathaus 15 Bereich treffen wir auf Clans, die jetzt auch so 2, 3, 4 Rathaus 15er haben. Und im mittleren Bereich haben wir dann so 1, 2, 3, 4, wenn überhaupt 14er. Danach geht es dann mit 13, 12 und 11 weiter. Und ich hatte diesmal leider die Uschi mit dabei. Die ist ja noch Rathaus 9. Also da haben wir dann unten schon mal den kleinen Nachteil von 2 nicht gemachten Angriffen. Dann haben wir wieder einen kleinen Memberschwund. Mal wieder. Ich habe mich übrigens beim wiederholten Mal gefragt, was die Queen hier eigentlich macht, und habe gar nicht gesehen, dass die durch die Mauer geht hier. Und ja, so hat der Gegner so ein bisschen leichtes Spiel hier, ja, ich will gar nicht mal so sagen leichtes Spiel gehabt, aber so einen ganz kleinen Vorteil. Ich meine, so ein bisschen kannst du, wenn du unten so ein bisschen schlechter bist oder nicht so gut aufgestellt bist, so wie ich es mal sagen mit den Rathäusern, dann kannst du das natürlich irgendwie kompensieren. Aber je weiter das dann nach oben geht, desto dünner wird das Eis auch. Und wenn dann Leute gar nicht angreifen, oder nach wie vor ist es leider so, ich hatte da ja auch schon eine Folge von gemacht, im unteren Bereich, also so Rathaus 11 und 12, ist im Moment sehr, sehr mau. Sehr, sehr mau hier bei uns. Und deswegen ja, muss ich da oftmals mit dem Avatar dann teilweise sogar 11er machen, weil wir die nicht schaffen oder weil uns halt Angriffe fehlen. Diesmal haben uns 4 Angriffe gefehlt. Und ich meine, wenn die Leute gar nicht angreifen oder sie schreiben halt 2 Minuten vor Ende, ich konnte eh nichts mehr machen, dann tut es mir leid, dann muss ich die auch irgendwie gehen lassen. Und aber das Ergebnis ist knapper denn je. Also 40-42 hört sich jetzt zwar knapp an, ist aber nicht knapp. Ich meine, die haben oben noch 3 Sterne aufgelassen und sind genauso vorgegangen. Ich guck mal hier, was ich euch noch vielleicht noch zeigen kann. Nummer 4 hier ist auch schon ein Rathaus 4 gewesen, und ich habe jetzt nur nicht die Truppen durchgezählt, aber die Base von Avatar hält vielleicht nicht mehr ganz so gut. Hält vielleicht nicht mehr ganz so gut, oder muss mal eine ganz, ganz andere Base vielleicht nehmen, equippen. Mal sehen, mache ich vielleicht heute Abend mal. Ich habe ja noch was im Petto. Und aber solange wie die Bases hier eigentlich nicht die ganze Zeit 3 kassieren, so will ich es mal sagen, behalte ich die dann auch mal ganz gerne. Auch wenn sie mal 3 kassieren, das ist dann halt so. Ich meine, klar, in dem Moment, wo sie eigentlich 3 kassieren, wartest du ja nur drauf, dass nochmal jemand kommt, der dir 3 einschenkt. So muss man es ja sagen. Und schön gemacht hier mit den Drachen. Sehr, sehr dominant, muss ich sagen. Aber ihr seht das hier auch. Viel wird hier noch geboostet, also auch noch mit Tränken so ein bisschen nachgeholfen. Und ich zeige mal ganz gerne auch mal gegnerische Angriffe. Also Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Und es ist ja immer ein recht freundliches Miteinander, so will ich es mal sagen. Man hat ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Man weiß, oh, ein deutscher Clan verlierst du natürlich nicht gerne gegen. Aber hier war diesmal leider nicht zu machen. Der Vorteil ganz klar ausgespielt. Und warum ich eigentlich so spät jetzt heute vor allen Dingen wieder zum Aufnehmen komme, mal sehen, ob ich es noch vor 2 Uhr schaffe, das Video hier überhaupt rauszukriegen, liegt einfach daran, endlich mein Lotro-Client läuft wieder. Ich habe ihn heute Morgen aufgerufen und er fing an abzudaten. Hat dann allerdings über 3,5 GB gebraucht, um das ganze Spiel hier wieder ein wenig zum Laufen zu bekommen. Und da freue ich mich, kann ich mal wieder ein bisschen Rolle spielen hier. Okay, wo geht's hier weiter? Wir haben hier 6 auf, ich muss mal gerade gucken, der 6er, was das nochmal für einer war. Den habe ich auch gemacht. Ja, ist halt ein Dipfest, ne? Ist halt ein Dipfest, 14 mit kleinem Rathaus, also mit dem 1er Rathaus. Und ihr habt ja in den letzten Folgen bei mir gesehen, ich kann nur 1. Hybrid. Ich kann nur 1. Auf allen Rathausstufen. Auch beim Clan Free-to-Play übrigens ist mir der Hybrid wieder so gut gelungen, dass wir dort ein
Perfect War gemacht haben, also 30 zu 28, glaube ich. Also alle Bases gelegt und war jetzt schon länger nicht mehr da. Hat mich gestern Abend auch echt gefreut, dass uns das wieder da so gut gelungen ist. Ein 15er oder ein Perfect War war halt schon lange nicht mehr da. Hier sowieso nicht. Hier geht es immer so ein bisschen bergauf, bergab. Mal gewinnen wir, mal verlieren die anderen oder umgekehrt. Mal gewinnen die anderen und mal verlieren wir. Aber hier haben wir, oder beziehungsweise, ja, hier das Dippen gelingt mir wenigstens noch. Ich hatte schon Sorge, dass mir das auch schon nicht mehr gelingt. So wirklich gerade gegen 14, aber ist eigentlich auch egal, was dann für ein Rathaus da ist. Und dann sind die drei Ice Golems hier in der Clanburg auch nicht so rasend schwer. Ich meine, klar, die frosten natürlich immer meine Queen. Je nachdem, und das machen die dann dreimal, weil ja drei Stück da sind, aber sobald die raus sind, Leute, Hybrid raus, so früh es geht. Und Royal Champion hinterher, Warden hinterher und dann auch die Wardenzündung ruhig ein bisschen eher teilweise. Man muss dann immer sehen, wo der Flächenschaden oder wie viel Flächenschaden gleich zu Anfang auf den Truppen sind, aber meine Queen geht ja auch noch ganz gut, also alles in trockenen Tüchern. Wir machen heute Abend weiter mit dem Midclash. Also so ein bisschen von allem. Mal sehen, ob wir einen Clankrieg mit reinkriegen. Bin ich noch nicht ganz sicher, aber es gibt immer noch ein bisschen Events zu spielen, ein bisschen nicht mehr ganz so viel Clanspiele. Wir sind ja schon ewig durch. Und ich bin mit dem Thorsten und mit dem Avatar auch so kurz vor 4000 jetzt, also auch da alles sehr, sehr entspannt. Und der nächste Monat kann in jedem Fall kommen. Es ist wirklich gigantisch, wie schnell das geht. 1. November, nächsten Dienstag. Und dann sind es noch 7 Wochen oder 8 Wochen. Dann haben wir schon wieder das neue Jahr. Kaum zu glauben. Aber wahr. Muss man auch sagen. Schön gemacht hier, 3 Sterne vom Toti mit Hybrid, aber gar nicht mal so deutlich. Naja, es geht so. Ich finde im Moment nach wie vor die Miner sehr, sehr stark. Wir gucken uns noch einen Angriff vom Gegner an. Keine Frage auf den Cassius. Oder auf Thorsten selber. Mal sehen, wie schwer ist das auf meine Base? Na, wir nehmen den Petsko. Nee, wir nehmen doch den Cassius. Der Batmax hat das gemacht hier, die Nummer 1 auf Nummer 4. Und ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich habe mich ein bisschen gewundert, das habe ich im Livestream, glaube ich, gesagt, dass der gegnerische Clan hier fast doppelt so viele Kriege gewonnen hat wie wir, aber nur ein Level über uns ist. Sehr, sehr merkwürdig. Entweder haben die wirklich nur immer ganz, ganz kleine Clankriege gespielt und haben halt wenig EP bekommen dafür. Es gibt ja für jede gelegte oder für jede Base, die mit einem Stern belegt ist, gibt es ja auch Erfahrungspunkte für den Clan und dann natürlich noch für einen Sieg. Und wenn du viele, viele kleine CK spielst, dann kriegst du natürlich auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Ja, wir haben ja unsere ersten Erfahrungspunkte hier immer in 50er CKs bekommen und da kriegst du natürlich gleich eine ganze Masse Points und bis ruckzuck, sag mal so Clan Level 5 bis 7, das geht ganz, ganz schnell dann. Da weiß ich auch gar nicht, ob sich da überhaupt was getan hat an den Erfahrungspunkten, wenn es für die Siege und so weiter, und es gibt ja auch für die Clan-Spiele auch Punkte etc. Und wenn du dann nicht so viel im Clan hast, dann kriegst du natürlich auch dementsprechend nicht so wirklich viele Punkte. Ah, hier sind eben doch die Bats leider verreckt, aber gestorben, beziehungsweise den virtuellen Spieletod nicht mehr entgehen können. So kann man das ja auch irgendwie sagen. Und hat aber noch hier den Warden, hat noch den Royal Champion und so hat er auch hier sehr, sehr schön gedippt. Wie gesagt, im Moment sind es natürlich viele, viele Dips. Bis ich euch, glaube ich, den ersten 3 Sterne nach 15 auf 15 zeigen kann, wird sicherlich ein bisschen dauern. Also zumindest auf meinem Kanal hier. Aber wir sind dran. Wir sind dran und Rathaus 15 ist ja jetzt gerade mal so 2 Wochen alt oder 3 Wochen alt. Ich weiß gar nicht, wann es kam. Ist schon wieder so lange her, ne? Und deswegen wird das sicherlich auch auf meinem Kanal irgendwann mal 3 Sterne geben. Ja, kurz aber knappe Folge hier auf Mittwoch. Ich denke mal,
Ich wollte euch auch nur wieder so ein bisschen auf den Laufenden halten. Also nach unserer leider ganz, ganz kleinen Serie wieder ein roter Flecken hier bei uns im Team. Ist aber nicht so schlimm. Und wir werden in jedem Fall dranbleiben. Hier spielen jetzt auch wieder ein Zehner und ich hoffe, irgendeiner erbarmt sich dann auch und füllt hier wieder die Clanbogen, bevor ich es wieder 3 Minuten vor Schluss komplett mit Gems mache. Aber letztes Mal hat das sehr, sehr gut geklappt. Also jetzt den Clankrieg vorher, da musste ich hier wirklich nur 2-3 Truppen spenden und dann war das Ding voll. Auch das läuft eigentlich ganz gut und mit denen ich hier jetzt auch im Feld bin, das sind alles Angreifer, die in jedem Fall was machen. Und wenn du dann auf jeden Fall solche dabei hast, also wie gesagt, 2 mussten leider, seht ihr da, die roten Einträge mussten leider wieder gehen. Kein gemachter Angriff, keine Stimme im Clan-Chat, so nach dem Motto, oh, ich habe mir beide Hände gebrochen oder so, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll, außer ich schmeiß die Leute raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einfach so wie der Baba hier einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich würde sagen, einfach bis heute Abend. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.